Ärger für Dennis. Ein eBay-Käufer behauptet, hallo, der junge Mann würde die ersteigerte Ware nicht liefern. Ah ja, guten Tag, hier ist der Dennis. Ja, genau. Ja, leider nein, leider gar nicht. Ja, was haben Sie denn bestellt? Derzeit laufen gegen Dennis vor dem Amtsgericht Köln drei Verfahren wegen eBay-Betrugs. Ich weiß auch nicht so, ne? Da haben so ein paar Typen gesagt, ich hätte nicht geliefert oder sowas. Voll die Scheiße, so, ne? Weißt du, was ich meine? Ey, bei mir ist die Ware immer gestern rausgegangen. Ich schwöre so, auf dem Tod meiner Oma, ich schwöre. Was haben Sie denn bestellt, habe ich gefragt. Ja. PlayStation? 2? Ja, na klar, die ist gestern rausgegangen. Ja klar, sicher. Ja, sicher. Ärger für Dennis. Was hat der Junge denn jetzt schon wieder bestellt? Was hast du denn jetzt schon wieder bestellt, Junge? Ich? Gar nichts. Also, ich meine, schon ich so, ne? Aber auf deinen Namen, ich kann mir das doch nicht leisten, Oma. Dennis, was hast du dir denn da schon wieder bestellt, ey? Was ist das? Ist das für ein Workout, so für Bauchbeine-Po-Probierzone? Larissa, ich sage dir das nur einmal, Fräulein. Das ist für meinen Bizeps, ja? Ich mache das für meine Zukunft. Ja, mach doch. Ja, mach ich auch. Aber Dennis, wir haben doch gar keinen Platz hier für sowas. Ja, wir haben überhaupt keinen Platz für sowas. Wo soll das denn hin? Ja, wo soll das hin? Hin. Ihr geht mir voll auf die Nerven. Hier hin, in Wohnzimmer. Ich muss Fernsehen gucken. Das machen die Profis auch so. Ist voll wichtig für Training. Was braucht er doch gar nicht? Er hat doch eine gute Figur, oder? Ja, ich weiß nicht, geht so. Ich muss doch so, ich muss 96er haben. Ich hab jetzt nur 45er. Ich will 96er wie XXX. Und dann lass ich tätowieren so. So voll so Dings hier so. Ich mach's fertig oder ich, hier Ghetto oder so. Ich weiß nicht, voll was Gutes für die Zukunft. Mach doch. Ja, ich meine, 1200 Euro für die neue Hantelbank. Und wo soll die hin, ne? Ja, nun fehlt mir das Geld für ein neues Tattoo hier. Oh nee, Dennis. Dennis, so geht das nicht. Ich kann doch nicht durch dich durchgucken. Ich kann voll die Leute nicht leiden, die fett sind und so. Weißt du, so faul und so, nichts aus ihrer Zukunft machen und so, ne? Das ist bei mir ganz anders so. Ich mache jetzt noch 2 Jahre Masse. Und dann definier ich. Nach nur einem Tag hat Dennis das Interesse an der teuren Hantelbank schon wieder verloren. Dennis, wenn du das Ding hier nicht benutzt, dann tu es doch bitte in den Keller. Ich kann wirklich nichts sehen hier. Oh, Oma, ey, bitte reiß dich doch einmal zusammen so, ey. Du nervst voll. Ich bin doch gerade voll am Chillen so. Oma Claudia hat sich geschworen, dem Jungen nicht mehr alles durchgehen zu lassen. Ach Dennis, nein, ich will das Ding jetzt hier nicht in meinem Wohnzimmer. Ich kann so nicht gucken. Hey Oma, wie bist du denn drauf? Wie redest du von meiner Freundin? Mann, könnt ihr bitte mal ruhig sein? Ich will Fernsehen, ey. Ich muss mich entspannen. Ich hab den ganzen Tag Stress. Ja, du bist doch nur am Senden die ganze Zeit, ey. So die ganze Zeit am Senden. Hey Schatz, komm, gib mal einen Kuss. Mann, scheiße, ich hab Lipgloss drauf. Ja, ich auch, na und? Ja, pass auf. Dennis, Schatz, du hast das Ding ja wirklich weggeräumt. Bist du guter Junge. Ja, ne, Oma, ich bin voll nett. Oma, lass dich doch nicht verarschen, ey. Der hat es nicht in den Keller gebracht, der hat es in eBay verkauft. Ja, und? Warum nicht? Da war so ein Typ, ne, für Selbstabholer, 100 Euro. Der war direkt da, ich weiß gar nicht, warum. Du hast das Ding für 100 Euro verkauft, das hat 1200 gekostet. Mensch, Dennis, meine schöne Rente. Ja, ihre schöne Rente, ey. Ja, ey, reg dich ab, ey. Komm, Oma, hier, hast du 10 Euro. Für den Rest hab ich getan. Ja, nu.